Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial für Train Driver 2. Heute geht es um die EP09-Lokomotive, wie man diese aufrüstet und was man so beachten muss, wie man einen Führerstandswechsel macht, etc. Die Lokomotive gibt es jetzt schon etwas länger in TD2 und ich habe das auch schon entsprechend gleich lang vor mich hergeschoben, ein Tutorial zu machen. Aber der Lead ist doch da und jetzt machen wir das. Wir sind hier in Billighobo, die Lokomotive ist komplett kalt und wir werden die jetzt erstmal aufrüsten. Dafür gehen wir in den Führerstand rein und wechseln erstmal auf die zweite Position, hierhin. Denn bevor wir hier irgendetwas tun können, müssen wir den Führerstand überhaupt erstmal aktivieren. Dazu gehen wir hier auf Control, auf die Steuerung und machen das ein. Okay, wir gehen wieder zurück und als allererstes werden wir die Pantograph heben. Das wäre einerseits hier Pantograph Front, Pantograph Rear, also vorne und hinten. Schauen wir kurz nach draußen. Und beide Kollegen kommen nach oben. Und wir haben Saft. Als nächstes werden wir hier die Quick Breakers einschalten. Wir werden hier die Converter mit anmachen. Und wir schalten den Compressor mit an. Und drücken dann auf Quick Breaker Impulse und da kurz gedrückt halten. Und dann startet die Lok. Wir müssen jetzt natürlich erstmal hier die Bremsen auffüllen. Das dauert einen kleinen Moment. Währenddessen können wir uns noch andere Sachen ansehen. Für die Beleuchtung. Links weiß, Mitte weiß und rechts weiß. Wenn ihr Gegengleis fort macht, dann könnt ihr hier oben links rot, rechts rot anmachen. Machen wir jetzt hier wieder aus. Hier haben wir die Instrumentenbeleuchtung. Könnt ihr auch noch dimmen, wenn ihr eins weiter schaltet. Und da oben haben wir die Führerstandsbeleuchtung. Da kann man natürlich auch dimmen, wenn es wäre. Als nächstes Funk anmachen. Ihr könntet die Lautstärke einstellen, je nachdem wie ihr das braucht. Was haben wir hier noch? Hier haben wir Notsenken der Pantographen. Jetzt natürlich die Lok sofort wieder aus. Pantos kommen nach unten. Wir können die aber ganz normal wieder hoch machen. Entsprechend kurz warten und dann wieder hier den Impuls und die Lok läuft wieder. Okay, Führerstandswechsel mit Tab. Dann können wir hier die roten Schusslichter anmachen und wechseln wieder. So. Wenn ihr die Bremseinstellung ändern wollt, geht ihr dann nochmal zum Nachbarsitz. Da habt ihr hier diesen Schalter. Auf Standard ist er auf P, hier R für Rapid und wir hätten auch noch eine G-Stellung. Die braucht ihr normalerweise in TD2 nicht, denn die EP09 fährt keine Güterzüge, nur Personenzüge. Es gibt Fotos, wo man die EP09 an den Güterzug sieht, das ist aber eine Lasttestfahrt gewesen. Und in TD2 ist es strikt untersagt, damit irgendwelche Gütersachen zu fahren. Nur so als Hinweis. Da vorne haben wir den Scheibenwischer. Könnt ihr da einstellen, wie ihr wollt. Für die andere Seite ist er hier, glaube ich. Genau. Gehen wir hier wieder zurück. Und das war es eigentlich per se. Wenn ihr die Richtung ändert, sprich, ich gehe jetzt mal hier nach vorne, dann müsst ihr immer Fuse Reset drücken. Ansonsten nimmt die Lok keine Leistung an. Sprich, wenn ich jetzt hier wieder rausgehe, ich gehe wieder rein, immer das Gleiche. Das Gleiche auch natürlich mit rückwärts, zum Beispiel aus, was sind die Lok hier ausgemacht. Und wenn ihr diverse Störungen habt, habt ihr hier Differential Reset, Fuse Reset und die ganzen anderen Sachen. Je nachdem, was halt bei euch kaputt geht. Beziehungsweise, wenn ihr einen Radio Stop kassiert, wir könnten jetzt mal ganz kurz die Bremse lösen. So, initial Brake Release.
Bremse gelöst. Jetzt machen wir einen Radius Stop. So. Und wenn ihr jetzt vom Radius Stop die Bremse wieder lösen wollt, wieder Brake Release. Und wieder gelöst. Hier wäre noch die Lokbremse. Das Spezielle bei der EP09 ist noch, dass die eine E-Bremse hat, die, glaube ich, bis zu einer Geschwindigkeit von 15-20 km/h geht und dann ausgeht. Das heißt, die drückt entsprechend noch mit rein. Und euch können hier beim Fahren die Widerstände durchbrennen. Sprich, wir haben ja hier die Fahrstufen 1 bis 41, glaube ich. Und in den Zwischenstufen bei den Widerständen hier dürft ihr ungefähr eine Minute und 20 Sekunden drin bleiben. Ansonsten werden euch die Widerstände durchbrennen. Da kommt eine entsprechende Meldung im Chat. Und damit ist eure Lok offiziell kaputt. Das heißt, ihr müsst so schnell wie möglich aus diesem Bereich raus, also dann in die erste Mittelstellung reinkommt. Und dann könnt ihr hier mit dem zweiten Fahrschalter hoch und runter schalten. Und dann geht ihr erst weiter in die nächste Stufe bis zur höchsten. Und da oben wiederholt sich das. Das werden wir jetzt auch gleich mal machen. Habe ich sonst irgendetwas Wichtiges noch vergessen? Da war jetzt quasi die Zugheizung hier mit an, wenn ihr das anmachen wollt. Und da habt ihr noch die Dimmmöglichkeiten und natürlich die Fahrplanbeleuchtung, wenn ihr das anhaben wollt. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal eine Runde. Beziehungsweise nach vorne einstellen, Fuse Reset und es geht los. Das rote Signal tun wir mal kurz ignorieren. Das kann der Dummy-Dispatcher leider nicht einstellen. Und solltet ihr mit der EP09 irgendwie auf dem Hang mal stranden und ihr habt einen recht schweren Personenzug dran, dann wird es höchstwahrscheinlich nichts mehr mit der Bergfahrt, dann müsst ihr zurück und mit Schwung drauf. Aber wie gesagt, innerhalb von einer Minute bis Minute 20, wenn ihr da in den Widerstandspositionen seid, brennt ihr sonst das ganze Ding durch. Oder ihr krebst hoch, sprich ihr gebt immer ein bisschen Leistung, rollt noch vor, abkühlen lassen, wieder weiterfahren. Macht aber nicht sehr viel Spaß. Höchstgeschwindigkeit von der EP09 sind 160, wenn sie das denn mal erreicht. Im Schnitt eher so bei 140, 150. So, schauen wir, dass wir hier gleich mal auf die Hauptstrecke kommen. Dann gibt es ein bisschen Speed. Wunderbar. Ihr könnt beschleunigen. So, die erste Zwischenstufe. Nutzt ihr auch aus, wenn ihr könnt. Bevor ihr in die nächste Stufe geht, schaut, dass ihr diesen Fahrschalter wieder in die Nullstellung bekommt.
dann hier weiter nach oben. So. Das lassen wir jetzt aber mal. Wir sind hier zu schnell unterwegs. Und in Germin werden wir mal das Prozedere durchgehen, was man tun muss, um den Führerstand zu wechseln. Denn da machen Leute auch noch Fehler und wundern sich dann, warum sie die SAP nicht mehr bestätigen können. Was dann in einer Zwangsbremsung endet. So, lieber Dummy-Dispatcher. Du musst jetzt eigentlich hinkriegen in Germin. So wie es aussieht, mag er mich nicht. Ist auch egal. Dann fahren wir hier mal über Rot drüber. So, dann schauen wir, dass wir einmal 160 hier erwischen. Und oben. Sehr gut. Dann werden wir jetzt hier mal bremsen. Und da seht ihr, E-Bremse kickt mit rein. Und parallel dazu werden hinten, wenn welche denn dran werden, die Wagen auch entsprechend mitgebremst. So, wir werden jetzt hier auf dem Gleis mal anhalten. So, sobald ihr mit der E-Bremse fertig seid, bzw. wenn ihr sagt Bremsen lösen, dann geht die Lokbremse rein. Die löst sich dann aber wieder. Okay, also Führerstandswechsel. Erste natürlich Richtungswender neutral. Bremse absperren. Dann gehen wir hier auf die andere Seite und das ist jetzt ganz wichtig. Führerstand ausmachen. Wenn ihr das macht, dann ist es quasi wie abrüsten. Stromabnehmer und Co. gehen nach unten. Söderle. Wenn das erledigt ist, natürlich entsprechend die Lichter einstellen. Das können wir jetzt mal ignorieren. Wir wechseln mit Tab in den anderen Führerstand. Und hier wieder wichtig, Führerstand einmachen. Und wenn ihr noch nicht in diesem Führerstand gewesen seid, dann müsst ihr natürlich das ganze Prozedere hier wieder machen. Mit Pantus nach oben, Kompressor an, Kickbreaker mit an, Konverter mit an. So, sind oben. Einmal den Impuls. Und selbstverständlich Funk wieder mit an, beziehungsweise im anderen Führerstand den Funk ausmachen. Gut, Richtungswende nach vorne, Bremsen lösen. So, ich empfehle euch da die Lokbremse vielleicht anzuziehen, wenn ihr das Solo seid. Und dann geht es auch schon wieder in die andere Richtung. Einmal Fuse Reset. Und ihr seht, ich kann bestätigen. Und jetzt werde ich mal ganz kurz zu viel Gas geben. Ihr seht nicht sehr viel. In dem Fall Fuse Reset. Und wieder beschleunigen. Das war es eigentlich im Prinzip
zu der EP 09. Ja, mal schön reinbremsen. Perfekto. Also ihr seht, es ist per se gar nicht mal so schwer. Ihr müsst einfach wirklich schauen, dass ihr die Anfahrwiderstände nicht so lange belastet. Ansonsten ist halt kaputt. Und dass ihr halt immer darauf achtet, dass die Führerstände ein- und ausgeschaltet werden. Fun Fact, wenn ihr beide Führerstände hier schon mal so eingerichtet habt und ihr macht dann den hier und wechselt nochmal. Machen wir den wieder an. Geht natürlich hier, wenn ihr das alles drin habt lassen, automatisch natürlich wieder an. Und dann braucht ihr natürlich nur den Impuls hier wieder geben. Das ist so als kleiner Tipp am Rande. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß mit der EP09 in Train Driver 2. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.